Jo, herzlich willkommen zur nächsten Folge FIFA 12 Let's Play auf unserem Kanal Melon Let's Play. Wir befinden uns wie immer, wie bei jeder Folge, im Auswahlbildschirm der Trikots. Finde ich okay. Gegen einen, ja, nicht sehr einfachen Gegner, wie ich finde, Atletico Madrid. Also in echt hat Barcelona die zwar ziemlich, ja, überzeugend geschlagen mit 15-0 war's. Aber wie wir alle wissen, ist FIFA sehr realitätsfern, deswegen bedeutet das gar nichts. Ich habe in der Zwischenzeit, in der kein Let's Play war, quasi ziemlich viel gespielt und ja, bin zu dieser aufschlussreichen Erkenntnis gekommen, dass FIFA total unrealistisch ist, scheiße ist, ich FIFA hasse, es ja ziemlich aufs Gemüt geht quasi. Und ja, ich weiß nicht, was ich weiter einfügen soll. Das ist eigentlich schon alles, was gesagt werden muss. Wenn dieses Spiel nicht so klappt, wie es will, wie ich will, ich weiß nicht, was dann passiert. Menschen werden sterben. Auf jeden Fall hasse ich FIFA dafür, dass es so derbe unrealistisch ist, dass man auf Profi überhaupt keine Chance hat, irgendwie was zu reißen. Ach, schon wieder das. Ja, wir sehen hier fast schon nach wenigen Minuten der Gegentreffer. Und wir sehen auch, dass es gerade ein bisschen leckt. Aber wir sehen auch, dass Messi sich schön durchsetzt und frei vom Torwart auftaucht plötzlich. Und, ja, Mann! Bam! Spielt er uns schön ein kleines Konzertchen auf seiner Geige vor. Ja, das ist der erste Geiger hier. Lionel Messi mit dem wunderschönen Solo schön in die Ecke reingeschoben, nein, eigentlich dem Torwart unter den Armen durch. Schön auch freigespielt vorher. So haben wir es gerne. Lionel Messi, sechste Minute aus 1:0. Okay, alles, was ich eben gesagt habe, gilt doch nicht mehr. FIFA ist super realistisch. Ich find's gut. Läuft doch alles perfekt. Aber ich hatte ja auch schon. Oder es läuft doch nicht so perfekt gerade. Es läuft gar nicht perfekt gerade. Es läuft gar nicht perfekt gerade. Ich hatte das doch auch schon angesprochen, dass ich wieder die Standardeinstellung gemacht habe. Oh, das heißt hier alles auf 50. Das merkt man deutlich. Also, und die Ruckler merkt man auch deutlich. Das kapiere ich auch gar nicht irgendwie. Sonst lief es doch immer. Könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass ich jetzt ausnahmsweise mal also im Hintergrund Internetverbindung spiele. Sonst bei den anderen Parts habe ich das ja immer ausgemacht, auch wenn es dann keine XP gebracht hat. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Es ist mir schon wichtiger, dass ich leckfrei spielen kann, wovon ich gerade nicht sprechen kann. Aber ja, im Hintergrund sieht man dann auch vielleicht mal irgendwann meine XP-Leiste oder EP heißt es ja hier. Als Eye-Konsto bin ich bei Origin angemeldet. Wer mal irgendwie ein Spiel gegen mich spielen möchte, kann mich gerne anfragen. Dann können wir mal schön eine Partie, eine Runde spielen. Ich bin jetzt nicht der beste FIFA-Spieler, wie man vielleicht zu Genüge in diesem Let's Play vorgeführt bekommt. Aber ich weiß nicht, ob ihr es seid. Ich hoffe nicht, sonst wäre es echt peinlich. Aber ja, wer mal Lust hat, der kann gerne anfragen. Fragen kostet ja nichts. Und schade, da hätte auch Thiago den Ball bekommen können. Und ja, was mir bei FIFA 12 aber noch deutlich missfällt, ist, dass hier Distanzschüsse gar nicht mehr so richtig gehen. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal Distanzschüsse hinbekommen so richtig? Ich noch nicht so viele. Eigentlich der weiteste war jetzt ohne gecheatete Einstellung quasi so Kante 20, Kante 16er ungefähr. Deiner Valdez, ja, war zwar nicht seiner, glaube ich, aber ja. Und das ist ja jetzt nicht wirklich ein Distanzschuss. Und da wohl konntest du ziemlich aufgehalten. Das würde ich auch mal als Foulspiel gepfiffen haben wollen. Ja, aber ich habe dann, wie gesagt, auch mal mit ein bisschen Fake-Einstellung gespielt. Mit dem Kumpel so, mit der hier Classic 11. Das geht dann schon ziemlich ab, wenn man da alles, was wichtig ist, so auf 100 stellt. Schussstärke, Schussgenauigkeit, bla bla bla.
Und dann kann man wirklich einfach, wenn man den Ball an der Mittellinie bekommt, Moment, wenn man den Ball an der Mittellinie bekommt, einfach, wenn es dann mal nicht ruckelt, abziehen und Spaß haben, wie er dann platziert in den Winkel rauscht und das Längen soll endlich aufhören, sonst mache ich die Internetverbindung hinten, glaube ich, wieder, im Hintergrund, glaube ich, wieder raus. Das geht nämlich sonst nicht so vom Spielfluss. Ja, auch wenn wir hier jetzt gerade nicht so viel im Ballbesitz sind, ist es doch eigentlich egal, wir führen. Zwar nur 1 zu 0, aber wir führen. Das ist, glaube ich, alles, was zu sagen ist. Und wenn wir es halten können. Okay, ich möchte jetzt nicht verfrüht irgendwie irgendwo von sprechen. Aber das war doch schon ganz schön gefährlich wieder von Lionel Messi. Und der kommt jetzt nicht nochmal in Ballbesitz. Ja, ihr seht gerade hier unten von Origin die Meldung, Angeberman 12 ist online. Kennt ihr vielleicht aus dem Minecraft-LP Xentus oder Tarik? Und hier seht ihr nochmal die ziemlich gefährliche Chance und das Tor von Messi wollen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Ja, wir haben wenig Ballbesitz, das ist untypisch für Barcelona. Aber die haben, Gegner haben auch 0 Schüsse aufs Tor. Das ist auch okay. Damit können wir leben. Ist jetzt, ich kann es sich fair prophezeien quasi, das wird nicht das spannendste Saisonspiel und torreichste sicher auch nicht, aber na, das war knapp. Na, nicht ganz knapp, aber ach ja, war noch abgefälscht. Okay, umso besser. Bringt Zeit und vielleicht Torgefahr. Sanchez passt hier nochmal in die Mitte auf Thiago. Thiago passt nochmal in den Rückraum auf Messi. Messi, 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 Messi. Nochmal abgefälscht. Jo. Aber bin ich doch ganz zufrieden zurzeit mit dem Ergebnis. Also wer wäre das nicht? 1 zu 0 die Führung und es leckt mega, mega, mega. Und hier nochmal eine gefährliche Flanke. Nee, so gefährlich war es dann nicht. Aber Messi ist noch im Ballbesitz, dribbelt sich dann noch durch. Und schießt nochmal ganz gefährlich. So, jetzt sind wir aber am Drücker, würde ich sagen. Die Gegner kriegen den Ball nicht von der Eckfahne weg, so richtig. Oder aus der Eckfahnenumgebung, Gefahrszone. Wie man auch immer das nennen mag. Doch, jetzt bekommen sie ihn leider weg. Und das könnte gefährlich werden. Aber nein, Piqué spielt einfach mal zurück zu Valdes. Zeitspiel. Bisschen auf Zeit, bisschen Ballbesitz, bisschen Laggen. Das bringt doch nichts. Bringt doch alles nichts hier. Schön ein bisschen rumpassen im Mittelfeld. Ist wie gesagt nicht spannend, aber manchmal ist es doch auch ganz entspannend. Und das ist ja auch mal nötig. Und Laggen ist aber nicht meiner seelischen Entspannung zuträglich. Und das ist in meinen Augen ein komplettes Foulspiel. Ich kapiere nicht, möchte FIFA das nie akzeptieren, dass wenn man von den Beinen gerissen wird, dass das ein Foulspiel ist. Ich verstehe es nicht. Das geht einfach nicht in meinen Augen, dass das laggt erstens und dass ich laufe, der Gegner dann kommt und ach ja, ich könnte noch hinzufügen, was jetzt aber kein Cheaten ist, finde ich. Dass ich das Tactical Defending ausgestellt habe, weil ich damit wirklich keine guten Erfahrungen gemacht habe. Ja, ein Distanzschuss, der immer aufs Tor gegangen ist, ist ja schon ein Fortschritt. Und ja, dieses klassische Defending kann man auch online einstellen. Also FIFA akzeptiert das ja wohl dann doch. Und dann solltet ihr es auch akzeptieren. Ich komme einfach mit dem anderen noch nicht so zurecht. Und das ist schön gespielt. Schön gespielt, Leck, schön gespielt. Und da hat der Gegner schon wieder den Ballbesitz. Piqué sollte das Kopfballduell aber gewinnen, tut er aber nicht. Toll. Egal, zurzeit dominieren wir klar. Hier nochmal eigentlich ein schöner Pass auf Konz, aber der wurde der wieder geblockt. Habt ihr bestimmt auch gesehen. Bloß FIFA laggt und pfeift das nicht. Ich glaube, ich cutte die Internetverbindung im nächsten Part dann. Weil so lässt sich echt überhaupt nicht spielen. Es macht keinen Spaß. Und ja, macht einfach keinen Spaß. Das ist doch alles. Kannst du vielleicht nochmal alleine? Alleine? Ja, leckt, leckt. Wie soll man so ein Spielen? Das geht doch nicht.
Naja, es geht schon, aber es macht keinen Spaß. Oh, der ist ganz schön frei. Aber Piqué hat ihn sicher, spielt auf Thiago nochmal. Und Alexis Sanchez dribbelt sich nochmal nicht durchs Mittelfeld, sondern verliert den Ball, leitet einen gefährlichen Konter der Gegner ein. Das haben wir gerne. Falcao leckt sich nochmal durchs Mittelfeld. Ich frage mich, wie oft ich das Wort laggen in diesem Part verwendet habe. Bestimmt ganz schön oft. Und es ist berechtigt. Es hat nämlich nur gelaggt. Und jetzt nochmal Cesc Fabregas mit einem Solo. Soll sich bloß nicht verletzen. Das passiert ja bei FIFA auch gerne. Realistischerweise, dass sie sich einfach verletzen, wenn sie nicht mehr so können. Und Messi hier nochmal mit einem Solo. Wenn man vom Teufel spricht, seht ihr, da hat Messi sich irgendwie verletzt, nur weil er rumgelaufen ist. Juan Fran wechseln sie ein. Und Messi laboriert da irgendwie noch mit seiner Verletzung rum. Wechseln wir einfach mal aus. Was hat er denn? Wadenzerrung. Ja, die dürfte doch bald wieder vorbei sein. Affelei kann dafür mal rein. Hier, Evra, 1,5 Kilometer gelaufen. Ist ja irre viel und irre realistisch. Also in Anbetracht der kurzen Zeit, die er hatte, ist es vielleicht nicht ganz unrealistisch, aber normalerweise laufen Spieler ja erheblich mehr in einem Spiel. So an die 10 und mehr Kilometer. Und da ist der Schlusspfiff. 1-0 gewinnt der FC Barcelona gegen Atletico Madrid. Ein Tor ist gefallen, aber wir hatten noch viele, ja, nicht schlechte Torchancen. Das war die beste von Atletico. Ich weiß nicht, was Valdes da gemacht hat. Hier läuft Messi alleine nochmal aufs Tor zu. Ja, schiebt den da locker rein. Das war nochmal ein nicht ungefährlicher Schuss von Messi. Hier nochmal von Konst in Distanzschuss. War ungefährlich, muss man zugeben. Das war ja nochmal die Chance von denen. Und bester Spieler war Lionel Messi, den wir ja verletzungsbedingt ausgewechselt haben. Das sollte an Statistiken reichen. Ballbesitz haben wir uns zurückerkämpft. Null Torschüsse. Also das Ergebnis war durchaus verdient, muss man so sagen. Spieler verletzt. Für 7 Tage wird Messi ausfallen. Packen wir ihn mal kurz aus dem Kader raus. Ja, ins Krankenhaus wegen einer Wadenverletzung. Manche Leute haben Probleme. Oh, und Pedro ist auch verletzt. Das ist doof. Dani Alves können wir dann mal wieder einwechseln. Der wechselt auch gleich mal mit Evra die Seiten. Und hier kommt Cesc Fabregas für Thiago rein. Aber Thiago kommt, obwohl er schlechter ist, für Keita in die 11. So. Und dann, ja, das hatten wir. Mache ich mal weiter. Jetzt ist eine lange Zeit nichts mehr. Hier am ersten Trainer, weiter unten, Ignacio Guardado. Da gucke ich doch in, ja, der Zwischenzeit nochmal rein. Ich habe viel Spaß am Fußball und habe gut gespielt. Deshalb bin ich, dass ich, ja, du bist verletzt. Messi. Mann, Mann, Mann. Egal. Nächstes Spiel gegen Sporting Gijón. Bis denn.